Jetzt wünschen wir natürlich alle, dass sie noch viele Jahre hat, aber wenn man realistisch ist, muss man sich natürlich langsam Gedanken darüber machen, was kommt nach Queen Elizabeth. Und man sieht das ja auch schon in diesen Terminen, die jetzt wahrgenommen werden sind. Sie wird vertreten von ihrem Sohn, Prinz Charles, der schon seit vielen, vielen Jahren ja mehr oder weniger der ewige Prinz ist. Hätte wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet, dass er nicht schon früher König wird. Und dann gibt es natürlich das Paar, das auch vom Hof so als die künftigen Königs, das künftige Königspaar schon aufgebaut worden ist und auch jetzt schon diese Termine wahrnimmt, Prinz William und Kate. Und die wechseln sich jetzt eben auch bei diesen Terminen ab. Klar ist aber, wenn dieser Tag eintreten wird, wie wird es dann weitergehen? Ist das wirklich klar geregelt oder ist das was, wenn man jetzt sieht, diese Termine werden auch wechselseitig wahrgenommen, dass man da intern vielleicht doch auch Überlegungen hat? Ich werde sehr oft gefragt, ob denn die Thronfolger nach der Queen, ob der Thronfolger Prinz William ist. Das ist nicht möglich, weil es gibt ein Gesetz, da müsste man das Gesetz ändern. Und das zwar das Gesetz in allen Commonwealth-Staaten auch, das würde ja ewig dauern und ich weiß ja nicht, der Charles ist ja auch schon etwas älter. aber ich meine, der wird ja 75. Aber ganz eindeutig ist, dass Charles die Thronfolge übernimmt und Charles wird der nächste König sein. Er hat auch schon ganz klar gesagt, wie er, also welche Art von König er sein wird. Er möchte also auch Einsparungsmaßnahmen machen. Er wird den Hof etwas verkleinern und so weiter. Also er hat auch sich schon ganz klar geäußert. Jetzt hat ja die Queen auch noch zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum gesagt, dass man Camilla, was ja nicht immer klar war bei der Hochzeit, dass sie eben die Königin sein wird, was den Söhnen von Charles, William und Harry nicht besonders gut gefallen hat, bezüglich ihrer Mutter Diana. Und übrigens, da gibt es auch eine Geschichte, die mir der Butler erzählt hat von Diana, der letzte Butler, der Paul Burrell. Als Diana gestorben ist, durften sie etwas Besonderes von Diana sich wünschen. Und da hat der William die Armbanduhr von Diana sich ausgesucht und Harry den Verlobungsring, weil er gesagt hat, immer wenn ich von meiner Mutter die Hand angefasst habe, hat mich der Ring geschmerzt. Und als sich dann William als erster verlobt hat, soll ihm Harry den Verlobungsring von Diana gegeben haben mit den Worten, dann ist garantiert, dass unsere Mutter Diana mit auf dem Thron sitzt. Okay, also wenn die Geschichte wahr ist, nicht wahr ist, aber wenn sie, sie zumindest gut erfunden vom Herrn Butler. Wenn jetzt die Nachfolge dann irgendwann kommen wird, ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schon fast Leichenflederei, aber wir wollen uns trotzdem kurz darüber unterhalten. Und wir gehört haben, wie sich das Land verändert hat, wie sich die Welt verändert hat, wie sich auch die Gesellschaft verändert hat in diesen vielen, vielen Jahrzehnten. Was werden denn die größten Herausforderungen sein für eine künftige Regentschaft, für eine künftige Regentschaft? Das heißt, wir haben das Commonwealth, das natürlich auch nicht mehr die Zusammenhalt und diese Form hat, wie das eben vor 70 Jahren oder auch während des Zweiten Weltkriegs und danach noch der Fall war. Wir haben innerhalb der Familie natürlich die einzelnen Problemfälle, in Anführungszeichen, mit denen man ja auch umgehen muss, wo man auch nicht weiß, was kommt als nächstes. Wir haben Prinz Andrew, wir haben eben auch Harry und Meghan, ein Thema, das natürlich, das auch die Queen übrigens sehr belastet. Was sind denn, und dann haben wir natürlich Brexit, also sprich, wie geht es mit Großbritannien, wie geht es mit England überhaupt weiter, künftig auch politisch? Was werden denn die größten Herausforderungen sein? Also man hat es ja auch gesehen, im Zuge von diesem 70-Jahre-Jubiläum haben die Familienmitglieder Reisen angetreten. William und Kate waren zum Beispiel in den Commonwealth-Ländern und wurden mit Buhrufen empfangen. Früher unvorstellbar. Die wollen eigenständig werden, die wollen sich loslösen vom Königshaus. Das wird sicher eine Herausforderung werden, wie man diese mit diesen Loslösungen umgeht. Aber die Queen hat bis jetzt gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Was bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als sie die Unabhängigkeit zu entlassen. Brexit wird ein Thema sein, natürlich. Und natürlich die ganzen, was kostet dieses Königshaus? Klar, es sind Botschafter ihres Landes. Sie bringen natürlich auch sehr viel Geld ins Land hinein. Das heißt ja auch immer bei Hochzeiten, ich habe das recherchiert, einmal bei Hochzeiten, was das kostet, was so eine Hochzeit kostet. Man darf aber nicht vergessen, was so eine Hochzeit auch in die Kasse spült, Tourismus und so weiter. Also ich glaube, das hält sich die Waage, aber dennoch ist man natürlich in Zeiten wie diesen, wo Inflation so hoch ist und so weiter, natürlich schaut man aufs Geld. Und Brexit, wie wir wissen, ist ja auch kein Kinderspiel, um das zu lösen. Also da werden schon sehr große Aufgaben auf Charles zukommen.